geht's in die Tiefe. Der nächste Schrein wartet auf uns. Okay, bin gespannt. Und dann geht's zum Stall und danach gehen wir nach Kakariko. Und dann steuern wir schon den ersten Titan an. So. Also den ganzen Klimbims und so weiter, den werde ich bis zum 12. Mai leider nicht schaffen. Aber mir war es wichtig, dass wir ja halt ein schönes Let's Play noch hier gemeinsam vorher machen. Will's aber auch nicht durchrushen, ne? So. Okay. Los geht's. Ich weiß nicht, schafft man das? Ich trau mich nicht. Werden wir jetzt hier auch runtergeschoben? Nee, werden wir nicht. Okay. Sehr gut. Ich weiß nicht, war hier schon irgendwo eine. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich in Erinnerung, dass wir schon eine Truhe oder sowas relativ am Anfang haben. So. Okay. So. Sehr gut. Violetter Rubin. 50. Unsere ersten 50 Rubine, Leute. So. Wir stellen uns auf eine gute Position und beginnen dann. So. Auch hier passt noch irgendwas nicht. Müssen wir es hier hin machen, genau. So. So müsste es passen. Nein! Ach, Kacke. So. Jetzt aber. Oh. Doch. Oh! Boah, Glück gehabt, ey. Ich hab schon gedacht so, nee, das schaffen wir nicht mehr. So. Und? Sehr gut. Sehr gut. Okay. Zeichen der Bewährung Nummer 3. Bin ja auch immer noch so ein bisschen im Überlegen, wegen Tears of the Kingdom nochmal. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich jede Folge so ein bisschen darüber sprechen. Was das mit diesen 4 Pins auf sich hat. Also es gibt 4 Pins in der Collectors-Version. Aber warum wieder 4? Es muss ja irgendwie einen Zusammenhang haben, vielleicht doch wieder mit den Titanen oder ich weiß es nicht. Also irgendwas ist auf jeden Fall. Ich würde eigentlich auch gerne zusammen mit euch nochmal auf den neuesten Trailer irgendwie reagieren, aber momentan relativ wenig Zeit dafür. Wochenende war, wie gesagt, mein Neffe komplett hier und deswegen habe ich da keine Zeit für gefunden. So, wir gucken aber jetzt erstmal hier am Stall der Zwillingsberge vorbei. Terry! Ja! Hallo! Ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich! Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an. Zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen immer einen guten Preis. Also immer her damit. Nein. Ich muss deine Euphorie etwas stoppen. Ich habe, glaube ich, nichts Wertvolles zu verkaufen. Wir könnten aber hier mal... oh. Ich habe einen von diesen Äpfeln gegessen. Sie sind perfekt gereift. Okay, dann, wenn du dich ja schon vorgekostet hast, nehme ich direkt alle anderen. Holzbündel. Man kann nie wissen, ne? Man kann nie wissen. Wir nehmen hier wirklich alles mit, was wir mitnehmen können. Hey. Du hast bestimmt Hunger. Baba. Grillwild. Das kann ich nicht in die Hand nehmen.
Aber ich hatte doch Geflügel irgendwo. Da. In die Hand. Und... jawohl. So. Guten Hunger. Lass dich schmecken. Mein Freund. Sehr schön. Können wir damit interagieren eigentlich? Ne, können wir nicht. Toll. Jetzt hat es mit Knochen gegessen. Guter Hund. Guter Hund. So. Unsicher, wo es lang geht? Nein, bin ich nicht. Ich war hier schon sehr oft. Was ist mit dir? Moon. Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und hab dich gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Oh, das kenne ich. Tust du auch nicht nur so? Aber egal, hör zu. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Und das ganz unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu beseelt. Das ist der Blutmond. Warum werden die Monster wiederbelebt und warum taucht wie aus dem Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Fragen. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Und ich glaube, dass wir da auch noch genaueren Hintergrund in Tears of the Kingdom bekommen. Zu dem Blutmond, weil er wird ja auch wieder im Trailer thematisiert. So. Okay. Sag mal, konnte man nicht hier schon eigentlich ein Pferd zähmen? War das nicht so? Ich meine, das wäre doch hier schon gewesen, oder nicht? Das war relativ am Anfang. Oh, oh. Meine Waffe. Nee, ist voll. Was ist denn hier los? Mal kauft man dort, dann verkauft man hier, aber mein Esel, der ist immer bei mir. Daraus könnte man doch sicher ein Lied machen. Was verkauft er denn? Okay, nee. nein, danke. Ich reise dann, glaube ich, ohne Pferd weiter. Auch wenn ich mir sicher bin, dass man das hier machen konnte. Aber gut. Dann machen wir den Rest halt eben noch zu Fuß. Wenn sie... wir haben noch eine Truhe hier oben. Habe ich noch einen Feuerpfeil? Nee, habe ich nicht. Aber vielleicht doch gar nicht schlimm. Jo. Perfekt. Ja, ich würde sie halt noch 700 Meter quer durchs Feld schießen. Einen Opal. Sehr gut. Ich meine, aber wir hatten... Ich glaube, das war... An irgendeinem Stall war es die Aufgabe, ein Pferd zu zähmen. Ich werde jetzt hier mal noch keins aufsuchen, da es sich jetzt für den Anfang halt noch nicht lohnt. So weite Strecken haben wir jetzt noch nicht zu laufen. Kakariko-Brücke. Sehr gut. Dann lernen wir auf jeden Fall gleich schon die Jägerbande kennen. Das fand ich in Hyrule Warriors Zeit der Verheerung halt sehr, sehr cool. Die ganze Geschichte, die dahinter steckt. Also, wenn ihr das noch nicht gespielt haben solltet, dann holt das definitiv nach, bevor Tears of the Kingdom erscheint. Ein absolutes Muss. Man verpasst sonst echt einiges von der Geschichte, finde ich. Die Vorgeschichte zu Breath of the Wild. Hä, aber stand der nicht hier? Ich wollte gerade sagen, das ist er doch, oder nicht? Also gewisse Sachen will ich auf jeden Fall mitmachen. Euch zumindest zeigen, wer die Jägerbande ist.
Wenn du nach Ateno willst, überquer einfach die Brücke und geh in Richtung Osten. Übrigens, ich biete auch einiges zum Verkauf an. Tolle Sachen. Nein. Bis bald. Oh, du warst es nicht. Boah. Ich hatte dich jetzt fast umsonst mein Schwert gezückt. Dann laufen wir hier mal hoch. Irgendwo ist hier gleich, das nächste, der nächste Geschichtsteil. Da oben steht er schon. Maronus? Maronus war sein Name, glaube ich, ne? Maronus. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass es Maronus war. So. Komm. Uhuhu. Maronus. Hatte ich auch recht. Du. Du kannst mich sehen. Ich sehe dich, ja? Na toll. Es ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte. Bitte hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasseln. Die Monster haben sie versteckt. Sie sind hinter dem Felsen dort. Ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Daher bitte ich dich, hole meine Rasseln von ihnen zurück. Okay. Eine Nebenaufgabe. Die einzig wahren Rasseln in 5 von 5 Durchgängen hat es jetzt gleich angefangen zu regnen. Ich bin mal gespannt. Also im Spiel natürlich. Es hat nie geklappt. Nie. Oh. Oh. Ja, ich sollte vielleicht so ein bisschen vorher schon aufräumen, oder? Ja, doch. So. Haben wir schon mal einen weniger. Da, geht er hin. Was ist das Blaues? Was ist das Blaues? Er geht nicht dahin. Doch, jetzt. Nein! Ach, Kacke. Wir könnten aber... Doch, das müsste gehen. So. So können wir eigentlich relativ gut aufräumen. Oh! Das war aber ein gemeiner Move. Das war richtig gemein. Das war schon nicht nett jetzt hier. So. Den Rest lasse ich da liegen. Maronus rasseln. Sehr gut, wir können gehen. Ach nee, Moment, wie ging das denn nochmal? Ach, Quatsch. Wie ging das denn nochmal mit dem Schild? Ah, doch, so. Juhu. Okay. X und A, okay. So. Oh, das sind meine Rasseln. Bitte gib sie mir. Jetzt wird's dezent peinlich, aber ist nicht so schlimm. Die Krugsamen im Inneren sind fort. Jetzt klingen sie nicht mehr so toll wie früher. Wenn ich nur einen Krugsamen hätte, könnte ich singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Zum Beispiel könnte ich deine Taschen vergrößern. Wow. Oh, okay, das ist mir auch noch nie passiert. Dass ich an dieser Stelle noch nicht einen Krugsamen hatte, ist nahezu mega peinlich, ehrlich gesagt. Aber ich habe tatsächlich keinen. Ich habe keinen einzigen Krugsamen in meiner Tasche. So. Jawohl. Komm, lauf. Lauf. Wir hatten aber... Moment, wir hatten doch aber irgendwo einen...
Irgendwo hier war ein Rätsel. An der Wand allerdings, direkt. Da haben wir ihn schon. Komm, wir kommen ja später nochmal zu Marono, so ist es ja nicht. So, zack. Du hast mich entdeckt. Du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Yeah. Super. Vielen Dank. Ich... Ja, rette Hyrule vor der Verheerung, aber sammel vorerst die Haufen von Krogs. Toll. Hier könnten. Ich will jetzt meine Schwerter dadurch nicht kaputt machen. Yeah, wir sind endlich da. Kakariko, Leute. Wir sind angekommen. Und da werden wir auch schon direkt ein Krog finden. Sehr schön. Der Krogsamen. Tschüssi. Und hier kriegen wir auch natürlich noch die Möglichkeit, einen Schrein zu machen. Und wir sind angekommen in Kakariko. Ich finde dieses Dorf so schön gemacht. Oh, aua, aua. Ein Reisender. Ich habe mir wohl den Fuß verstaucht. Das ist mir jetzt etwas peinlich, dass du mich so siehst. Sag mal, Reisender. Wo hast du das Ding an deiner Hüfte her? Also, ja, es war so. Sieh an. Der Shiga-Stein bedeutet, dass du der Auserwählte bist. Es gibt leider nicht mehr viele, die das wissen. Wir Shika haben lange auf dich gewartet. Du solltest unbedingt Impa, unsere Anführerin, aufsuchen. Schon unterwegs. Dass ich den Auserwählten noch treffen durfte. Nach all der Zeit. Aber sicher doch. Sicher dürft ihr mich hier noch alle kennenlernen. So, auch hier Kakariko hat einiges an Nebenaufgaben, die wir erfüllen können und auch werden. Also ich werde jetzt hier nicht durchrushen, wie gesagt. Ein bisschen was werde ich mir auch noch angucken. Ein bisschen was werde ich noch mitmachen. Haben wir zufällig einen Apfel mit dabei? Achso doch, wir hatten ja am Stall, hatten wir. In die Hand. Da-da. So. Sehr gut. Schon den nächsten. Sehr schön. Okay. So, der Schrein ist da oben. Ich glaube, den holen wir uns jetzt lieber vorher. Oh, oh, sorry. Verklickt. Schleichwürmchen brauchen wir ohnehin noch einige. Kriegen wir die da hinten direkt noch gesammelt? Weiß nicht. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man schon im Vorfeld weiß, was man im Spielverlauf alles so gebrauchen kann. Da komme ich noch nicht dran, ne? Nee, komme ich nicht. Und... So. Sehr gut. Dann gehen wir hier nach oben und kassieren den nächsten Schrein für uns. Hühner einsammeln. Wir werden dann noch ein paar Nebenaufgaben machen, bevor wir Kakariko verlassen, wie gesagt. Aber vorher geht's erstmal in den Taro-Nihi-Schrein. Jawohl. Ab in die Tiefen. So. Was war denn hier nochmal? Ah, ja.
Das war die. Oh nein! Oh, ich Depp. Ich bin so ein Depp. Ich hätte die Truhen erstmal rechts und links aufmachen müssen. Weiche Angriffen mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit über einen Gegenangriff. Jawohl, das mache ich. Wo sind denn die Truhen? Könnte ich hier noch was haben? Dankeschön. Dafür ist in deiner Tasche kein Platz. Ihr wollt mich doch jetzt auch hier gerade veräppeln, oder? Guck mal, was ich für einen Müll mit mir rumtrage. Wegwerfen. So, ich denke mal, der Nano-Wächter, da hat er noch ein bisschen Zeit. Ich denke schon. Er greift ja noch nicht an. Guck mal, wie artig er da wartet. So, sehr gut. Gehen wir auch direkt drauf. Oh. So. Sehr gut. Sauber. Weiche Angriffe mit einem Sprung nach hinten aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Auch das. Dip, dip, dip. Jawohl. Manchmal klappt es nicht so beim ersten Mal. Sehr gut. Parieren. Auch das. Komm. Ei. Sehr gut. Darf ich jetzt endlich draufhauen? Ja. Ich will draufhauen, komm. Lass mich. So. Sehr gut. Und das Wächterschwert. Auch noch mit dabei. Boah, ich bin völlig aus der Puste. Oh ne, sorry. Wegwerfen. Wegwerfen. Auch wegwerfen. Sehr cool. So. Du hast alle Lektionen gemeistert. Setze deinen Weg fort. Jawohl. Ja, komm jetzt. Mach. Oh, es gibt sogar noch eine Truhe. So. Und rein geht's. Leider auch nur ein Opal. Nichts Besonderes. Aber gut. So muss das. Und dann lasst uns jetzt... Doch, wir könnten die Ausdauer noch weiter ausbauen. Wir haben jetzt wieder vier Zeichen der Bewährung. Bedeutet, wir können ein bisschen weiter unseren Ausdauerkreis vielleicht anfangen zu schließen, bevor wir dann eben weitermachen mit den Herzen. Genau. Es ist ein bisschen anstrengend, immer den ganzen Tag so gerade zu sitzen. Aber muss man machen. Muss. So. Wo war denn? Das war hier irgendwo, ne? Genau. Mittendrin. Da. Ich erbitte Ausdauer. Ja. Wieder vier Stück weniger. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Das werde ich. Okay. Ich
glaube, sonst können wir hier gerade noch nichts machen. Geld habe ich leider auch noch nicht genug. Sonst könnten wir uns hier schon was Schickes leisten, aber leider nicht. Das ist so das Outfit, wo ich entgegenfieber. Und das wäre dann das nächste Outfit. Oh, willkommen in der Boutique Zwei Früchtchen. Denn in ihr Anzug dort ist der Renner der Saison. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ja, aber ihr seht schon, 700, 600, 500, 60, 120 und 90. Echt eklig, die Preise hier. Dafür müssen wir noch ein bisschen sparen. Wir gehen aber jetzt hier in das Gebäude, in das Hauptgebäude von Kakariko. Und zwar zu Impa, der alten Waisenfrau, die uns aufklären wird, was hier überhaupt alles so passiert ist.